und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Prison Architect. Wir bauen. Ich verschiebe immer diese verdammte Uhr. Wir bauen weiter am Gefängnis. Am Gefängnis unserer Träume. So. Es geht. Wir müssen uns halt jetzt dann überlegen, wo wir jetzt die Krankenstation hinbauen. Oben drüber oder unten drunter? Nein! Nein! Alles klaro! Im Gefängnis wurde wieder ein Kopfgeld ausgesetzt. Die wollen wieder irgendwelche Zeugen um die Ecke bringen. Das ist ja alles nicht so schlimm. Ne? Coverage 100. Wir aktivieren mal beide. Ich muss beide irgendwie... Komm schon, schneller. Muss beide irgendwie aktivieren. Oh ja. Ah, er selber ist auch einer. Alles klar. Das bedeutet, ab mit dir in die Schutzhaft. Aber da sind ja eigentlich Leute drin, oder? Oder habe ich die... Das sind andere Leute drinnen. Die müssen wir zuerst rausgeben. Normale Sicherheitsstufe. Nicht, dass die dann die Leute hier abmurksen. Normale Sicherheitsstufe. Ich pausiere mal das Spiel. Ist, glaube ich, besser. Ist irgendwie düster. Im Gefängnis. Du bekommst wieder ein paar Jungs zurück, normale Sicherheitsstufe. Ich glaube, die habe ich auch alle aus der normalen Sicherheitsstufe rausgezogen. Das war es aber auch schon wieder, oder? Haben wir alle? Ja. Würde ich schon sagen, du bleibst ja da. Genau. So, und dann fangen wir an. Ein Spitzel. Da haben wir auch einen, der in Schutzhaft gehört. Schutzhaft. Schutzhaft mit dir. Schutzhaft, der Steward, das sieht aus wie Romero. Den kann ich nicht erspähen. Mein Informant natürlich, der gehört in Schutzhaft. Was natürlich doof ist, weil dann kann er keine Infos mehr zusammentragen vom Zellenblock. Harry Houdini. Houdini. Der heißt noch viel, viel länger, aber da hat er keinen Platz mehr. Howdy. Was für eine Gaudi. Den sehe ich auch nicht. Schutzhaft.
Haben wir alle? Ja, ich habe auch. Ich habe irgendwie den Faden verloren. Zwei Leute fehlen noch und das ist die Zelle und die Zelle da oben. Da werden wir jetzt. Kannst du da mal. Hallo? Ich brauche irgendwo einen Wärter. Musst du reingucken können. Wärter, kannst du mal da reinschauen? Da rein bitte. Aber der ist in Schutzhaft. Ich brauche unbedingt zwei Werte hier auf dieser Ebene. Dann geht das, glaube ich, auch mit dem Durchsuchen bei der Razzia viel, viel schneller. Genau, der Typ ist es, den ich in Schutzhaft nehmen muss. Und der Typ, oder? Ja. Dann habe ich alle. Könnt wieder normal herumlaufen. Euch passiert nichts mehr. Es schneit. Guckt euch das an. Lauter kleine Kristalle. Minus 3 Grad. Ja. Das ist eigentlich alles, was die Zellen betrifft, warm genug. Das passt. Es schneit. Es ist Weihnachten. Es ist Winter. Ist schön, oder? So, jetzt machen wir hier weiter. Objekte. Herd. Ich habe die Herde jetzt immer so hingestellt, dass sie den kürzesten Weg haben, zum Speisesaal sozusagen. Was wir dann noch brauchen, sind Sprinkler. Die sind da drin, oder? Nee. Ach Gott. Also das mit den Blaupausen hätten sie hier auch ein bisschen übersichtlicher machen können. Wobei ich auch sagen muss, ich sehe schon echt schlecht, also. An dem liegt es nicht. Keramik in einer Küche unverzichtbar. Da fehlt was, da fehlen Bänke und so. Habe ich da keine hingestellt? Nicht gut. Gar nicht gut. Das können wir löschen. Da kommt nichts hin. Dann brauchen wir natürlich auch hier einen Boden. Was haben wir immer für einen Boden genommen in der Kantine? Ah, auch Keramik. Keramik. Ja. Perfekt, oder? Würde ich schon so sagen. Wie cool das es echt ist hier mit den Jahreszeiten. Hier die Straße, wie sie vereist ist. Mal schauen, ob es Auswirkungen hat auf die Insassen, dass sie in den Freezy ist oder so. Bedürfnisse. Ah! Na, Bedürfnisse. Warmth. Ja. Nicht gut. Ah, und hier ist eine Legende. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Das heißt, 30 Häftlinge wollen unbedingt Erholung. Todesfälle, wir haben einen Todesfall.
gar nicht gut. Wie sieht es eigentlich da aus? Rückfallquote 19%. Wow. Sehr gering. Oh, überlebende Zeugen nur 7. Ich dachte, ich hätte alle rübergebracht. Eine Schutzhaft. Schien dann doch nicht so. Aber sonst sind 7, oder? 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Das sind sogar mehr. Keine Ahnung. Keine Ahnung, vielleicht ist da wieder was hinzugekommen. Schaut euch das an, das passt doch nicht. Irgendwas ist da im Argen. Das war noch nie so groß, was er da herumgeschleppt hat. Das passt doch nicht mal durch die Tür. Da fehlt jetzt auch wieder eine Bank. Was ist denn da los? Achso, die kommt erst. Das sieht auch scheiße aus. So ein kleiner Streifen da. Auf jeden Fall war es das auch schon wieder von diesem Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich morgen wieder zur gewohnten Zeit um 12 Uhr. Also, bis morgen. Tschüss.